So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator A. So, wir sind Level 6. Leck mich am Arsch. Das ging ja, das geht ja. Gerade mal Folge 11 und wir sind schon Level 6. Wow. Wir schaffen also mehr als ein Level alle 2 Folgen. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Wir haben mittlerweile 47.000 bei der Bank. Da hätten wir noch einen Rahmen von 100.000 übrig. Ich würde tatsächlich einfach mal sagen, wir nehmen uns den. Das fügt noch mal täglich 1.800 € dazu. Sollte aber machbar sein für uns. Und damit können wir uns jetzt tatsächlich nochmal ein LKW holen. Das heißt, wir gehen Service, wir brauchen LKW. Ist das eigentlich hier mittlerweile irgendwas Sinnvolles dabei? Es gibt genau ein LKW. Was ist das für diesen Gebraucht-LKW-Händler? Was haben die eigentlich für Langeweile? Sag mal. So, ne? Wir nehmen erstmal hier weiter ein Peterbilt, da wir immer noch bei der ersten Garage sind. Ach nee, wir haben eben Canvas. Eben, wir wollen ein Peterbilt haben, aber so weit sind wir noch nicht. Eben die erste Garage hat der Canvas. So. Flotte. Kaufen. 127. Nice. So, und damit ist unsere erste Garage voll. Geil. Also, ne, ist ja noch nicht ausgebaut. Ist ja noch 3er-Garage. So, Service, Arbeitsagentur. Ich finde dieses neue übersichtliche System hier sehr übersichtlich. Ja. Was er sagt. Zweimal Fernfahrer, let's go. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Boah, Alter. Oh, ich will ihn haben. Gebraucht Elke. Nee, Quatsch, was mache ich denn da gerade? Fahrermanager. Können wir eine von den beiden feuern? Ich meine, sie hat ja einmal wertvolle Fracht. Ist, effizientes Fahren. Ja, Problem ist, wenn ich sie jetzt feuer, kommen wieder alle mit Frauenquote. Und wenn ich ihn feuer, sagen alle rassistisch. Aber gut, ich habe keine Ahnung. Grundgehalt 375. Also Grundgehalt ist bei den beiden relativ gleich. Ach so, aber genau, aber er macht wesentlich mehr Profit. Na gut, vielleicht hat er einfach bisher bessere Missionen bekommen. Ich feuer ihn. Hat das überhaupt Sinn gemacht für zweimal Fernfahrt? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich war es gerade dumm. Ist wahrscheinlich gerade richtig dumm. Wenigstens hat er auch für hier diese Wurms da. Aber eben, alles, was wir jetzt quasi gerade geschafft haben, ist, dass ein Punkt umgeschichtet wurde. Ne, hier einen Punkt weniger, dafür hier einen Punkt mehr. Das ist gerade alles, was wir geschafft haben. Also wirklich sinnvoll war das jetzt gerade nicht. Ne? Ah ja. Jetzt aber haben wir jetzt 2 Mitarbeiter, die schon 2 Punkte Fernfahrt haben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und wir haben jetzt 1 zu 61% Frauenquote. Wobei, das hatten wir davor auch. Ja, also hat wahrscheinlich gar nichts gebracht gerade. Ja, Ronny, wie er lebt und lebt. So. Wir kümmern uns mal um den nächsten Auftrag und gucken mal, ob wir jetzt mittlerweile. Ja, er war richtig. Teilweise pro Button, pro Dings haben wir jetzt schon 2 Seiten. Genau.
Oder auch 4. I don't know. So, das sind alles hier, die ich verabfolge. Hier ist eine. Hier sind auch noch ein paar. 9 auf. Alter, sind schon. Oh, sind das hier. Ja, das sind jetzt schon richtig lange Strecken, ne? Das ist schon. Wow. Digga, wir sind gerade mal Folge 11 und haben schon komplett alles zerstört. Ich würde gerne hinten bei Nebraska weiter rumfahren. Was haben wir denn hier noch? Hier ist alles nusch. Ja gut, das war einmal zu weit. Gut, ist alles ein Shuttle-Transport, die ersten Seiten. Geht erst hier los. Tja, oder wir fahren einmal nach West Coast lang. Komplett. Könnten wir natürlich auch machen. Beides ganz geil aus. Hier aber vor allem die Schnellstraße, wo wir relativ gut vorankommen. Ich glaube, ich würde sogar die hier nehmen. Gut, andererseits habe ich einen schönen LKW. Warum hat der keine Leistungsangabe? Achso, weil die Schrift bei ihm zweizeilig ist. Na, ah, nice. Ja. Und du? Gehst einmal komplett quer. Nö, ich glaube, ich nehme wirklich fast das Ding hier. Das sieht nach einer schönen, ruhigen Strecke aus. Schön glatte Straßen. Also nicht so viel Scheiße. Das sieht doch nach einem Plan aus. Frack Tank. Vor allem das Schöne ist dadurch, dass sie halt das Ganze asynchron nachladen, können sie halt auch direkt den Ladevorgang verkürzen. Ne? Gerade diese extrem schnellen Ladezeiten kommen halt dadurch, dass sie halt nicht erst warten, bis alles geladen ist, sondern einfach sagen, okay, schmeiß dich sofort ins Spiel rein und die Sachen können nach und nach nachladen. Fahrt vorsichtig. Ist halt. Oh Gott, wir sind schon wieder hier. Bei dem Ding, wo man nicht wissen, wo wir raus müssen. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Ich glaube, ich fahr rückwärts. So, wir müssen dann da, ne? Biege nach links ab. Aber es ist wieder, guck mal, wir waren gerade eben noch, als es gerade dunkel geworden ist. Und jetzt ist es wieder 10 Uhr. 8 Uhr. Das war früher nicht so, ne? Dass immer die Nacht übersprungen wurde. Wenn man da Mission angefangen hat, also ich habe gerade gewartet, bis es grün wird, aber hier ist ja keine Ampel. Früher, also ich habe so in Erinnerung, dass wenn man früher die Schnellmission gemacht hat und man dann am Anfang der Nacht eine Mission aufgehört hat, die nächste Mission auch trotzdem dort weiter gemacht hat und man dann halt die Nacht durchgespielt hat. Aber dem scheint jetzt gar nicht mehr so zu sein. Ist tatsächlich sehr interessant. Hä? Warum geht's auf die rechte Spur, Junge? Was ein Opfer. Ich hätte die ganze linke Spur frei. Links halten und dann links abbiegen. Sehr schön Hintergrundbilder bei mir wieder zu sehen. Ein Glück könnt ihr sie nicht sehen. Sonst hätte ich Probleme.
Bitte links halten. Ja, jetzt ja. Oh, und der bremst natürlich auch noch. Was? Ein Opfer? Wie war es gefährliche Fahrweise? Verstehe ich überhaupt nicht, was ihr habt. Hä? Leute, ich gucke Dashcam-Videos auf YouTube. Ich weiß, wie man sowas macht. Der beste Lehrmeister ever. Einfach so Crash-Compilations. Aber die machen das auch so. Oh, schön. Apropos YouTube. Ich bin gerade komplett auf NF hängen geblieben. Also hier diesen ja, Rapper NF. Also, kennt ihn schon länger, so. ich habe schon länger Musik von ihm. Aber bisher war es eher so einzelne Lieder, die ich sehr stark gefeiert habe, also sowas wie Therapy Session oder halt The Search oder Intro 2. Das ist so, ne? Aber mittlerweile, also jetzt aktuell höre ich so ziemlich alles von ihm, so wirklich, also nicht nur die Studioalben, sondern auch das, was vorher kam. Weil er scheint in seiner Musik, naja, ja, quasi schon so eine Art roten Faden zu haben. Also er klingt das blöd, also es ist jetzt nicht so, wie als wenn er versucht, eine Story aufzubauen, die sich so über das gesamte Ding zieht, sondern es ist eher so, wie als wenn er halt seine Story erzählt, also halt von seinem Leben so. Wie gesagt, so ganz genau bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Aber ja, also. Ist schon sehr interessant, was er für Musik macht. Vor allen Dingen halt wie. Also, ne, nach wie vor mein absoluter Favorit ist Therapy Session. Oh, das Lied hat halt richtig Power. Und nimmt halt absolut kein Blatt vom Mund. Ich kenne aber wie gesagt auch mittlerweile genug von ihm, dass ich tatsächlich auch sagen kann, dass das, was er macht, tatsächlich real ist. Ne, also, er erzählt zwar eine Story, was sich wie gesagt so wie so ein roter Faden durchzieht, durch seine gesamte Musiklaufbahn. Aber es ist jetzt keine Story, die er erfunden hat oder sowas, sondern es ist wirklich quasi seine Story. Also, wie gesagt, er packt es halt nicht einfach nur so in ein Lied, so, yo, das ist meine Story, lebt damit, so, weiß nicht, so wie Eminem oder sowas macht, sondern das wirklich, dass er das Ganze als Konzept aufgezogen hat, was er wirklich langsam aufbaut. Halt so, wie er auch gerade sein aktuelles Leben widerspiegelt. Also ja, wie gesagt, schwer zu beschreiben. Aber wie gesagt, ich bin aktuell völlig drauf hängen geblieben. Natürlich, jetzt wo ich blinke, fange ich wieder schon an zu bremsen. Meine Fresse, was ist das denn los mit den Leuten? Wenn die mich schon überholen, können sie nicht einfach weitermachen mit dem Überholen? Müssen sie immer neben mir stehen bleiben? Die fahren wirklich immer so lange, bis sie direkt neben mir sind, an meiner Motorhaube und bremsen dann so weit runter, dass sie genauso schnell fahren wie ich. So, was ist da vorne schon wieder los? Oh Mann, ey. Oha. Heute kann ich bremsen. Alarm, Alarm. Ah, die kuscheln hier schon wieder alle. Nice. Ja. Ja, wie gesagt, also. Man merkt also, ich höre nicht nur Vocaloid-Musik, ne? Das ist alles, was ich damit gesagt haben wollte. So, das ist quasi mein roter Faden. Dass ich über mehrere Alben versucht habe aufzubauen, so, ne? Ja. So, meine Lebensstory ist quasi, dass ich nicht nur Vocaloid-Musik höre.
Ja. Und nein, keine Angst. Die Bilder hinter mir, da werdet ihr NF nie zu sehen bekommen. Der Platz da und der Platz da hinten bleibt immer für Mikro reserviert. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So. Wie gesagt, ich feiere die Musik von NF, aber ich glaube, die künstliche Persönlichkeit, die mein Leben am meisten influenced hat, ist definitiv Miku. Also, wie gesagt, ist ja eine künstliche Persönlichkeit. Also, nicht sie hat mein Leben infiltriert, wollte ich schon sagen. Nicht sie hat mein Leben geändert, verändert, sondern die Leute, die mit ihr Musik machen, letztendlich. So. Könnte man natürlich sagen, okay, ja, geil, dann war es ja letztendlich die Firma, die Miku rausgebracht hat, aber nein. Die hat bloß ein Werkzeug geschaffen. Die, die mit dem Werkzeug Mikos Stimme arbeiten, sind halt die Leute, die damit dann letztendlich Musik machen. So. Und auch da kann man nicht wirklich eine einzelne Person rausgreifen. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, ich bin halt ein fucking Fan von Okame P. So. Aber ich meine, ich kenne den Typen jetzt die letzten 2 Jahre so ungefähr. Habe aber auch schon vorher unglaublich viel Vocaloid-Musik gehört, so. Also ja, schwierig. Also ich glaube nicht, dass man das an irgendwelchen einzelnen Objekten, Personen oder Bubbles festmachen könnte, so, I don't know. Sondern wirklich so einfach das Gesamterlebnis, so. Also zum einen Musik als Ganzes, jetzt nicht nur speziell Vocaloid. Vocaloid hat aber dabei einen großen, großen Part gespielt. Vor allen Dingen, dass ich immer noch so gerne Musik höre, kommt vor allen Dingen durch Vocaloid. Weil so die ganzen anderen Sachen, sowas wie Web, habe ich ja früher sehr gerne gehört. Auch Hip-Hop, aber vor allen Dingen Web. Dann halt auch solche Sachen wie Dubstep und sowas alles. Oder auch Nightcore. Auch ich hatte solche Phasen. Haben auch mein Leben bereichert, kann man schon sagen. Aber halt bei weitem nicht so sehr wie jetzt Vocaloid Musik. Also, das ist wirklich so ein Ding, was ich halt so schleichend angedingsert hat, ne? Also, wie gesagt, ich habe ja Vocaloid Musik auch schon gehört, wo ich gar nicht wusste, dass das so ein Ding ist, so. Weil ich persönlich kenne Vocaloid schon seitdem es angefangen hat. Die ersten Lieder, die kamen halt so 2000... Boah, ich weiß gar nicht. 2000... Aber ich weiß gar nicht, wann ich die erste Musik gehört habe. Weil ich meine, Miku gibt es seit 2007. Aber ich glaube, mit die ersten Lieder von ihr gehört, habe ich persönlich erst so 2008, 2009 rum. Ich weiß sogar noch bis heute, was das allererste Lied war. Und zwar, keine Ahnung, wer es rausgebracht hat, aber Instant Daddy. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich das gehört habe. Also zuallererst. Ich meine, ich habe es damals auch direkt gedownloadet und habe es auch bis heute noch auf meiner Platte. Ich könnte also mal nachgucken, was das Änderungsdatum ist. Aber ja. Oh, Kreditraten. Ja. Aber wie gesagt, so, ne? Also zum einen, wie gesagt, nur Musik als Ganzes. Speziell aber Vocaloid. Und, ne, wenn man halt Vocaloid so. Wie gesagt, also, man kann jetzt nicht sagen, dass die Frau, von der Miku ihre Stimme hat, also die Stimme eingesprochen hat oder eingesungen hat, oder dass die Firma, die Miku auf den Markt gebracht hat, oder ja, dass irgendwie sowas jetzt, wenn man denen Credit geben könnte, weil die haben ja letztendlich bloß ein Werkzeug auf den Markt gebracht, so halt ein Werkzeug, um Musik zu erstellen.
Und das, was dabei rausgekommen ist, das ist ja das, was eigentlich das ist, was mich geändert hat. So. Oder begleitet hat zumindest. Ja. Und dementsprechend halt, also da wirklich eher so die Community als Gesamtheit. Ja. Warum haben wir die jetzt halt nur 55 fahren? Das ist doch kacke. Leute. Ich meine, die geile Landschaften. Aber trotzdem. Warum 55? Ich freue mich schon, wenn wir unseren eigenen LKW haben, so rum. Und wir dann uns tatsächlich hier auch wieder unsere Nationemikroskin draufklatschen können auf unseren eigenen Auflieger, denn dann. Aber bis dahin dort noch ein bisschen. Bis dahin müssen wir erstmal hier mit unserem LKW vorlieb nehmen. So hässlich der auch ist. Was? Was laber ich? Ist ja gar nicht unser eigener. Also mit dem LKW vorlieb nehmen, den wir gerade haben. Übrigens ist mir letztens wieder aufgefallen, ich hatte ja vor ein paar Folgen von dem, von so elektrischen LKWs gesprochen und meinte denn, dass man hier in ATS diesen Cybertruck ja zum Beispiel etablieren könnte. Dumm gelaufen. Der Cybertruck war gar nicht der LKW, also der Sattelschlepper, sondern der Cybertruck ist ja der Pickup-Truck. Also das Auto, sag ich jetzt mal. Was dieses hart gepanzerte Auto. Was genau gar nicht ausgehalten hat, weil es direkt bei der ersten Präsentation bei dem kleinsten Stein schon die Scheibe gesprungen ist. Danke dafür. Publicity Level Up, I guess. Ja. Nee, aber wie gesagt, wie der LKW heißt, also Sattelschlepper. Hätte mal nachgucken können, habe ich nicht gemacht. Dumm gelaufen. Ha. Ja. Ach, ich mag diese Strecke hier. Wie gesagt, ist hier diese lange Strecke, die sich hier halt komplett an der Küste lang zieht. Oh, dann geht es schon runter. Na gut. Und es wäre gesagt, so schön lang zu fahren. Vor allen Dingen, gerade wenn du darauf aus bist, dich nicht unbedingt als Geschwindigkeitslimit zu halten und einfach nur rumrasen möchtest, ist das auch die genau richtige Strecke dafür. Weil du kannst jetzt wirklich richtig abgehen. Wie Spitzkatze. Vor allen Dingen, wenn du den Verkehr hier aktivierst. Dann kannst du hier mit. Ja. So schnell dein Bruder, wie du möchtest, letztendlich. Oh, wir haben hier sogar schon rote Reifen. 1% Schaden. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Verdammt! Schon wieder vergessen, dass unsere Motorhaube so groß ist. Entschuldigung. Erfahr schon. Danke. So ein Bugfahrer. Vor allem könnt ihr sowieso mal diesen Tesla-Truck da hinzufügen. Also jetzt nicht nur über Mods, sondern auch richtig allgemein im Spiel. Ich meine, immerhin fahren da hier auch die ganzen Tesla Model S und X und
R und O und N und N und Y rum. Ist ja, das wär's doch. Ich warte noch ein paar Jahre, bis es noch ganz viele neuere Modelle gibt von Tesla. Und dann stelle ich mir in meine Garage genau 4 Autos. Modell M, Modell I, Modell K und Modell U. Yeah. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Bakersfield, let's go! Oh, Nord Stream. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.